5, 4, 3, 2, 1. Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji. Willkommen hier zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar heute zu einem Squad-Bilder-Showdown. Wir haben Sonntag und es ist schön, dass ihr mal wieder dabei seid. Kann ich nicht so ganz von meinen Mitstreitern zu sagen. Und zwar Easy Schubech. Ja, was geht ab? Warum antwortest du da drauf? Er hat uns gerade Easy Schubech. Ich weiß es, aber ich ignoriere das schon. Ich überhöre das einfach. Ja, es ist heute mal wieder Zeit zu zeigen, wo der Frosch die Locken hat, ein bisschen Teasy in die Schranken zu weisen. Die sind ein bisschen ausgeartet in den letzten Tagen. Da muss man wieder ein bisschen hinterher sein. Wir machen das Ganze heute um den kleinen, flinken Boy, Giovinco, den neuen In vom Dutch Mary. Komm, der ist nett, der ist süß, der ist cute. Kann man bestimmt ein schickes Thumbnail zumachen. Und dann starten wir rein. Ich würde sagen, lasst gerne einen Daumen nach oben für mehr Showdown Arenos. Und dann würde ich sagen, starten wir rein. Wir haben bei Teasy natürlich auch eine Folge aufgenommen. Würde ich nicht unbedingt auschecken, könnt ihr trotzdem machen, wenn ihr Bock habt. Lohnt sich aber nicht so ganz. Beste Folge ever, Alter. Ist so, die beste Serie, die jemals kam. Vor alle Dinge, kam. Die Leute, die nicht sehen wollen, ne, wenn ihr drauf aufmerksam, sage ich dir jetzt schon. Also verheimliche sowas nicht. Entscheidet euch dafür, ob ihr sehen wollt oder nicht. Ich würde sagen, wir starten rein in diesen Showdown und lassen das ganze Ding hier mal seinen Lauf nehmen. Let's go. So, ich würde sagen, ihr haltet als erstes rein bei mir. Alles klar. Easy, Benji. Ich starte mit meinem Stürmer. Gib ihn uns. Dort hätte ich gerne Giovanni da Fanta auf der Lage rein, nun ja. Und in den Sturm kommt. Eben sagst du, du startest mit deinem Stürmer. Was ist. Achso, und in den ZOM, ins ZOM meine ich, kommt Alejandrini, Roman Alejandrini, Daniel Escobar. Ja, wer war jetzt im Sturm? Was laberst du, Mann? Sturm ist Giovanni da Fanta. Ja. Und im ZOM ist der gute Romain Alessandrini. Ja, ich hoffe, du hast die Inform vom Alessandrini. Der hockt er doch schon, da war er doch, Cousin. Ja, hier. So, wir haben aufgeschrieben. Balotelli, was ist Timo zu 100% sicher. Und Pirlo haben wir aufgeschrieben. Ja, knapp daneben ist auch vorbei. Easy Schubech, ich halt euers rein. Ja, Timo tippt hier noch rum. Na, fang doch an. Ja, fang doch an, soll ich hier mit dem Luftcontroller spielen oder was? L11 steht Insigne. Und man kann dazu heute sagen, Timo hat mal das Team gebaut, ne? Ich mach was, immer dem anderen kann. Die Schuhe in die Schuhe. Geldschirm, keine Scheiße. Ich sag, du warst hier genauso dabei. Ab wer war ich ja dabei? Heute warst bist du mal da. Halt deine Schnauze, Cousin. So, und rechts die Maria. Ha! Ich hab keinen, und zwar El-Sharawi und kein Weber. Machen wir den Mittelfeld, Scheiße. So, er ist weg. Du hast doch auch diesmal gebaut, oder? Es hätte ruhig da so drüber geguckt. Du guckst immer meine Teams auch immer drüber und sagst, na, Die Maria. Stinger, Stinger, Wichser, Wichser. Was macht denn jetzt? Verratti. Hier braucht er nichts. Da nimmt er Verratti. Ganz sicher. Warum? Zu Chirico. Ja, Verratti. Verratti, Matuidi und zu Dos Santos braucht er nichts mehr. So, Mittelfeld. Ich interessiere mich dafür, wie wen ihr bei mir aufgeschrieben habt. Ich halte rein. Linkes Mittelfeld, also linkes zentrales Mittelfeld. Dort hätte ich gerne, ich versuche gerade zu labern, um schnell die Zeit zu überbrücken, um das Handy an meinem Foto aufzumachen, das Foto auf meinem Handy. Dort hätte ich gerne einen guten N'Golo Kanté. Okay. ZM in der Mitte. Hätte ich gerne 420 Blazed Matuidi. Und im ZM rechts, dort hätte ich gerne Marco Verratti. Du hast gar keinen Anstand, Alter. Timo, nenn mich bitte, wer ich bin. Nenn's einfach. Der Snipe-Goal! Ich war mir 100% sicher und es ist kein Prank, nix, dass du Verratti nimmst. Und in der Mitte haben wir Cyprien und Matuidi aufgeschrieben. Bam, Arme nach Sock, dem Koch, dem Wippen. Und alles raus. Oh nein. Und da in die Mitte kommt ein Torwart. Ja. In die Mitte? Ja. Für Matuidi? Ja, Alter, guck dir dieses Board an, das rahme ich mir da hinten ein. Das war echt assi. Hätte ich jetzt noch Kanté oben drauf gehabt, Alter. Hätte ich den Cyprien weggelassen, hätte ich Kanté, Dreier-Snap, hätte ich dein Auge geküsst. So, ja, ich halte eure Mittelfeldspieler rein und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese Person hier treffe. Ja, ich denke auch. Ich hab's in dem Urin drin. Ja, eines. Ich denke, Mittelfeld war jetzt etwas riskant. In der Mitte, direkt ZM, haben wir vorhin auch schon genannt. Die Andrea.
Andrea, komm zu mir, wir machen eine Macaroni. Was ist denn mit dir los eigentlich? Was? Ich hab voll Angst vor dir. De Rossi ins linke ZM und rechts ins ZM. Bless Matuidi. Meine Fresse, ich hab Gattuso, dachte ich, stellt hier in die Mitte. Hamschick und Pastore. Alter! Also ich hätte jetzt eigentlich safe also, gesagt, jetzt würde ich eigentlich doch schon gerne sagen, dass das Team eigentlich ich allein gebaut habe. An dieser Stelle. Ich spule mal ganz kurz zurück. Wir haben es zusammengebaut. Assi, heute Koksnase. So, Außenverteidiger. Ihr dürft. Wer dürft? Halten wir rein, oder was? Ja. Gut. Linksverteidiger. Dort hätte ich gerne einen Spanier aus der Liga von Chelsea, und zwar Azpilicueta. Und Rechtsverteidiger. Dort muss ich selbst nochmal kurz gucken, wen ich da nehme. Natürlich. Ah ja, stimmt, ich weiß genau. Ich nehme Pereira. Okay, Timo wäre diesmal der Snipe-Gott gewesen. Ich war mir sicher, dass du Alonso nimmst. Er hätte gesagt, du nimmst Aspi. Wir haben uns für Alonso entschieden und Sidibe. Nice. Scheiße, Timo, da hättest du. Diese unnützen Position habe ich. Und dann halte ich jetzt eure rein. So wichtig. Ja. Gut, ich habe schon mal weggewischt. LV bei uns kommt eine Legende. Er trägt einen Schnurrbart, wie ihn kein anderer trägt. Doch, vielleicht wie ein YouTuber. Ja. Mario Rui. Und Mario. Ins RV haben wir. Hier ist der Cousin. Pereira! Den selben, den ich auch hab? Ja. Mann. Ich hab Konko, Rechtsverteidiger. Und Evra habe ich links. Ich hab auf meine Legende gehofft. Juhu. Dann kommt jetzt die Innenverteidigung. Und der Torwart. Ja. Ciao. Gerne. Ach du Scheiße. Ich sag neues Intro, Alter. Kaufe Coins bei... Okay. Hast dich ausgeschissen? Können wir weitermachen? Hab nur Pipi gemacht. Ach, hast nur Pipi gemacht? Du Guti. Achso, nee, dann halt immer rein, nicht? Ja, dann halt immer mal rein. Ja, super, oder? Ist das Tutto-Bene, super toll, oder? Brüchaschli, perfekt. Ihr haltet rein. Ja. Super geil. Ude geil. Ich fange an mit meinem linken Innenverteidiger. Dort hätte ich gerne... wen habe ich da nochmal genommen? Und zwar hätte ich da gerne Varane. Rechter Innenverteidiger hätte ich gerne Pepe. Und ins Tor kommt bei mir Keylor Navas. Alter Scheiße, wir haben Luis, Dante und Alves aufgeschrieben. Aber guck dir die Aufnahme an davor. Sagt Timo noch, da sagt Timo noch, wie wär's mit so einem PP, würde da nicht reichen. So, euers, ich halte rein. So, wir benutzen in der linken, wir fangen rechts an. Ja. Eine Legende. Desailly Lamborghini. Unerwartet, dass ihr eine Legende nimmt. Ja, okay, hat jetzt keiner mit gerechnet. Der Jasny in der Hütte. Und links putzt bei uns die Toilette. Wer putzt sie? Wer putzt die Toilette bei uns? Es gibt nur einer, der die Toilette putzt. Tonelli, Tonelli, Tonelli. Also Legende habe ich natürlich. Aber Kelin und Handanovic habe ich. Aber ich habe Ferdinand. Ja! Ich wusste, dass ihr Desailly habt. Deswegen dachte ich, ey, es ist zu offensichtlich, wenn ihr jetzt wieder Desailly nimmt. Mann! Oh geil, wir haben keinen verloren. Ja, keinen verloren. Du ab hast 2, ne? Rein. Ab ins Game. Mann! Wie viel wir wollen, fragt er. Chivinko wird euch auf jeden Fall ein Tor. Ja, Chivinko ist schon stark, gell? Muss mal. Und da ist Nummer 1! Wow! Okay, läuft. Okay. I like that. Ich hab Safe bei euch schon lange abgemacht. Guck mal, hast du das gesehen? Giovanni, das! Er schießt mich an und der Ball kommt rein. Sag mir, wie ich ihn verteidigen soll. Guck ihn dir besser! An. Sag. Ja, Glück gehabt. Das ist ein Fehlpass vorne gespielt. Oh, Scheiße. Warum PP zu Besiktas wechselt, weiß auch keine Seele, oder? Nee. Was ist denn der schon wieder, ey? Verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber gut, wahrscheinlich Geld, hä? Jawohl, erzählt. Da. Ich hätte gedacht, Abseits, gell? Abseits. Ja, hätte ich auch gesagt. Eben habe ich Roller angeschmissen, alle. Hä? Hätte ich fast auch gedacht, dass es Abseits war. Nope. Der P
Pirlo ist ein richtiges Baustell. Der ist halt auch lahm wie die Sau. Aber dass dein Mittelfeld, Benji, so viel Betrieb macht, ne? Boom. Ich verstehe es ehrlicherweise nicht. Oh, shit, Alter. Das waren einfach nur uns eben. Ja. Oh, ja! Unerwartet, ja, aber drin! 3-2, Señor Escobar. Wie kann der denn rein? Oh! Das war schön. Bang! Oh. Was? Guck, hast du gesehen, wie mein Verteidiger rausgerannt ist? Macht einfach nichts! Mario Rui. Gott, dieser Dings ist so stark, ey. Ich wollte gerade sagen, lang nicht mehr 2 Spieler abgestoßen. Da schießt er den einfach mit rechts. Ja, mein... Leck mich doch anal, Alter! Ey, ich komm nicht mal raus! Es ist so unlogisch! Ich sehe aus, lauf da eben aus wie ein Affe. Hä? War das der Schiedsrichter? Rein. Das war der Schiedsrichter. Du hast ihn! Ich komme dran. Kannst du halt auswählen, ne? Nee, komm. Ach, so lächerlich. So ein Dreck. Also so schlecht war es noch nie. Ey Leute, ich glaube, wir können uns so langsam verstehen, aber FIFA 17 ist einfach schon fast am Ende und das Gameplay wird gefühlt immer schlechter. Mein Torwart hat 8,3 im Mittelfeld. Das braucht man nicht verstehen. Ist sehr, sehr komisch. Jetzt mal ohne Witz. Ich hab zwar gewonnen, aber... Man hat bei dir nicht gemerkt, dass du Bronze-Sachen da drin hattest in der Mitte. Kein null Unterschied. Jetzt mal ohne Witz, kein Unterschied. Ja, ich fühle mich auch nicht wohl irgendwie bei... Es war ein sehr komisches Spiel. Wir gehen trotzdem ins Discarden. So, wir haben jetzt umgestellt, ja? Und wir legen diesen Controller auf die Seite. Wir legen ihn auf die Seite und haben die Hände weg. Auf was machst du gerade eine Anspielung? Weiß ich nicht. Die Jungs wollen wieder irgendwas in die Schuhe schieben. Ich sehe das schon. Irgendwas in die Schuhe. Hände sind weg! Mach's auf dem Rücken sogar so. Ja, okay, ich stoß ab, ich stoß euch jetzt was ab. Ich habe einen Spieler nur, lang nicht mehr 2, das nervt mich. 4-3-3, ich hätte gern den rechten ZM. Oh, du Kacke. Uff. De Rossi in Form. Ja. Okay, das ist eigentlich nice. Ja, wo war euer Desailly? Der war im Tor. Ah. Der war eine linkes ZM? Insigne. Ah, Mann, hätte ich mal eine linke gelassen, scheiße. Gut. Das war's für uns für heute, Freunde von heute. Hey, wir sind weg. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Tizi braucht gar nichts mehr sagen dazu. Ist alle Tier geregelt, der Bessere gewinnt eben am Ende. Ich brauche nicht ein volles Legendenteam oder sowas, um zu gewinnen. Ja, ich gewinne auch so easy. Checkt die Folge bei Tizi ab. Links natürlich in der Beschreibung. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Ja, bei Fakehead. Alles klar, das war's. Ciao, haut rein. Ist auch gut. Ciao, Fakehead. Ciao.